In diesem Video zeigen wir, wie man erkennen kann, ob ein Wort oder eine Wortgruppe eine Phrase ist. Phrasen werden benötigt, um ihnen später im Satz eine Funktion zuzuordnen. Dabei ist es wichtig, die vollständigen Phrasen zu bestimmen, um keine falschen Zuordnungen zu machen. Es gibt Proben, um herauszufinden, ob ein Wort, eine Wortgruppe, eine Phrase ist. Erstens die Verschiebeprobe. Zweitens die Ersatzprobe. Drittens die Erweiterungsprobe. Viertens die Weglassprobe. Zuerst schauen wir uns die Verschiebeprobe an. Dazu untersuchen wir den Beispielsatz Harry gehört die schöne Eule. Erstens, Verschiebeprobe. Bei der Verschiebeprobe wird ein Wort oder eine Wortgruppe an den Satzanfang in das Vorfeld verschoben. Zur Erinnerung, das Vorfeld ist die Position vor dem finiten Verb. Dort kann nur genau ein Satzglied stehen. Ist der Satz danach grammatisch korrekt, handelt es sich um eine Phrase. Die schöne Eule gehört Harry. Zweitens. Als zweites wenden wir die Ersatzprobe an. Bei der Ersatzprobe wird die zu testende Wortgruppe durch ein Wort, eine sogenannte Einwortphrase, ersetzt. Ist der Satz danach grammatisch korrekt, handelt es sich um eine Phrase. Sie gehört Harry. Dadurch können wir auch herausfinden, was der Kern der Phrase ist. Die Phrase die schöne Eule lässt sich durch ein Pronomen ersetzen. Somit handelt es sich hier um eine Nominalphrase. Drittens. Zum Abschluss führen wir die Erweiterungsprobe durch. Mittels der Erweiterung des Wortes, der Wortgruppe, lässt sich ebenfalls herausfinden, ob es sich um eine Phrase handelt. Die schöne Eule gehört dem hässlichen Harry. Viertens. Um herauszufinden, welchen Kern eine Phrase hat, wenden wir zusätzlich die Weglassprobe an. Bei komplexeren Phrasen testen wir einfach, was alles weggelassen werden kann, ohne dass der Satz ungrammatisch wird. Was übrig bleibt, ist dann der Kern der Phrase. Eule gehört Harry.